Ich weiß allerdings nicht, was wir jetzt noch suchen sollten. Nein! Blaue Gegenstände sind jetzt noch ein bisschen Mangelware. Vielleicht haben wir aber auch schon alle gefunden. Da drin ist noch was. Ist aber sehr schwer zu erkennen. Die Gabel der Götter. So, das muss aber reichen jetzt. Ich freue mich, dass wir hier so viele profunde, wichtige Gegenstände finden. Glimbjekte meine ich natürlich. So, Mac, also. Wegen der Glimbjekte. Hier, ich habe dieses Gefäß gefunden. Ah, das ist praktisch, danke. Hier hast du eine Gabel. Eine immer warme Gabel ist natürlich schön. Super, Junge. Mehr brauche ich nicht. Warst mir echt eine große Hilfe. Hier hast du was für deine Mühen. Juhu. Was hast du mit den Glimbjekten vor? Ich werde mir damit mein Bettlaken und mein Kopfkissen ausstopfen. Da die Dinger immer ein bisschen warm sind, ist das ziemlich angenehm. Wenn du das sagst. Voll die wertvollen Sachen. So, wir haben das Prisma. Was hat Morden sich bloß dabei gedacht? Ja, ist doch egal. Böse Blicke. Ilver meinte, ich soll mich auf Antigo nach dem Blick der Magie umsehen. Haben wir noch gemacht? Haben wir das nicht? Okay, jetzt sollen wir natürlich wieder zurück nach Taranis. Hat die letzten Wochen gar nichts mehr gedacht. Mit dem Blick der Magie würde ich erstmal gerne, da sind jetzt beide Schiffe vor Anker, das ist natürlich cool. Ich kehre erstmal zurück zum Schiff, hier braucht man nun nichts mehr. Vorerst. Hey, ich habe wieder einen dunklen Fleck unter Wasser in der Nähe der Küste gesehen. Och nö. Ein weiteres Seeungeheuer? Ganz bestimmt. Es scheint noch größer zu sein als das letzte. Ach. Also mach dich bereit für den nächsten Kampf, wenn du in See stichst. Ach, gigantische Bedrohung. Na, Glückwunsch. Rasier dich! Speichern. Ich mach mal einen richtigen Spielstand, weil das ja wieder eine gigantische Bedrohung ist. Antigua Taranis, 42 Stunden, Let's Play. Hier, Let's Play, speichern! Überspeichern und dann in See stechen auf Taranis. Und ich will eigentlich nicht, aber bitteschön, gigantische Bedrohung. Ahoi! Und so lief das Schiff aus. Um auf den großen Weiten des unendlichen Meeres auf eine Kreatur zu treffen, deren Ausmaß man nur erahnen konnte. Ein Seedrache, oder was? Was zum Teufel? Was? Ich muss mal gucken, dass ich überhaupt ausweichen kann. Ich kann auch keinen Apfel essen hier. Folgendes. Dreh dich doch mal ein bisschen. Boah, trifft ja immer. Wie soll ich denn da ausweichen? Boah, Alter. Ich weiß noch nicht genau, wie ich ausweichen soll, aber ganz ehrlich, das Ding massakriert uns. Ah. Alter, ich glaube, wir werden sterben. Ich sehe es nicht mehr. Wir sind aber auch fast ratzetot.
Ich weiß noch nicht genau, wie ich dem Viech jetzt ausweichen kann. Zumindest den Schüssen. Das scheint so Homing-Missiles zu sein oder ich bin doof. Na los, eh! Das scheint ja nicht so gut zu klappen. Okay, das Schiff, unser Schiff ist eh fast down. Wir haben das Ding zur Hälfte runter. Ja, ich versuche zu fahren, aber das trifft uns eh immer. Wir müssen wohl immer an seinen Rücken oder so, ich weiß es nicht genau. Boah, zu weit. Nee. Naja, sehen wir auch mal, wie man stirbt mit dem Kahn. Nö, das war's. Ich weiß nicht genau, wie wir es jetzt down kriegen können. Da bin ich ein bisschen überfragt. Das Schiff verstärken geht ja auch nicht, ne? Wir müssen uns dem stellen. Nee, da gibt's nix. Ich habe meine Befehle und die führe ich auch aus. Das ist natürlich ganz toll. Ich bin sehr stolz auf dich. Und ansonsten hilft uns hier keiner, ne? Ach so. Und? Was sagst du zu dieser Gegend? Mich wundert, dass noch niemand diesen Unterschlupf in Schutt und Asche gelegt hat. Die Piraten sind ein armseliges, niederes Volk, das ums Überleben kämpft. Tja, aber wenn man über die Meere reisen möchte, muss man sich mit ihnen arrangieren. Das muss man wohl. Erzähl mal ein bisschen mehr über deine Vorfahren. Die dunklen Krieger von Kalador waren einst die Hüter des Friedens in diesen Breitengraden. Heute sind sie in Vergessenheit geraten, doch existieren sie immer noch. Gerade heute, wo die Welt von Schatten bedroht wird und die grünen Feuer brennen, werden sie gebraucht. Das finde ich toll. Hier, tausche Seelenstaub gegen Menschlichkeit. So, einmal mal wieder Seele plus zwei. Ich weiß gar nicht, auf wie viel wir die Seele haben. Schon etwas Besonderes hier gesehen? Viele freie Männer, die sich nicht beugen wollen, erschufen diesen Ort. Piraten nehmen, was sie brauchen. Und kämpfen für sich selbst. Das ist gut. Niemand soll in Knechtschaft leben müssen. Da hast du recht. Und jetzt Knechte. So. Was sagt ein Gnom zu diesem Ort? Ich habe schon gesehen diesen Ort. Piraten haben hier ihr Zuhause. Sie sammeln viel, viel Gold und bringen es hierher. Genau wie wir Gnome. Immer fleißig. Hier, schau. Habe ich bei ihnen gefunden. Oh, ein Goldteller, das ist ja lieb. Ein Golddingsi. Hey, Horas! Was denkst du über diesen Ort? Die Piraten wissen, wie man lebt, was? Die Jagd nach Reichtum und Ruhm ist eine lebenfüllende Aufgabe. Trifft sich gut, dass sie dabei so gute Seefahrer sind. Vor allem dann, wenn man den Hals nicht vollkriegt. Ja gut, das sind sie ja nicht von der Pike auf. Das erlernt man ja quasi. So, und weißt du was? Ich speichere jetzt direkt nochmal. Halt, Patty hatte nichts mehr zu sagen, ne? Nee. Ich speichere jetzt direkt nochmal, denn da ich eh 5 Stunden aufnehme bereits, kann ich eine Aufnahmepause machen und drücke einfach Zukunftsgronk den Kampf auf. Haha, viel Spaß, Zukunftsgronk. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss. Oh Gott. Hallo, ihr Raubeine und herzlich willkommen zurück bei Risen 3 in einer neuen Aufnahme. Und ich habe vergessen, der Vergangenheitsgronk, der... Alter, der ist so ein Arsch. Der ist so ein Arsch. Wenn ich jemanden hasse, dann ist es auf jeden Fall der Vergangenheitsgronk. Der hat uns hier mit dem Seemonsterkampf und ich habe keine Ahnung, wie ich das hinkriegen soll. Ich weiß doch gar nicht mehr, wie das geht. Scheiße, ja, egal. Ich nehme ja Steuer. Wo wollte ich denn als nächstes hin? Ist eigentlich erstmal egal, wir düsen mal nach Kila, wollten wir nach Kila oder nach Taranis? Ich weiß es gar nicht. Ist im Grunde genommen auch egal, denn wir werden eh nicht da landen. Wir werden jetzt ja quasi... So, ich unterbreche mal die Sequenz des Auslaufens. Nein! Und wir haben gemerkt, wir dürfen auf gar keinen Fall... Ich weiß nicht genau, was das Ding für einen Radius hat, das kann ich überhaupt nicht sagen.
Ich hoffe, es schießt nicht so gleich. Wir dürfen auf gar keinen Fall einfach so ran. Wir müssen uns was überlegen. Wir müssen hier ein bisschen strategischer vorgehen. Ich weiß noch genau, wie das alles begann. Nein, ich weiß noch genau, dass das Ding uns einfach rasiert hat. Scheiße. Rückwärts geht nicht, ne? Da ist es. Ja, ja, ich sehe es. So. Scheiße. Ich muss irgendwo in Deckung gehen, aber das Problem ist, ich glaube, ich krieg das hier nirgendwo hin. Und das Ding taucht ja auch immer genau vor uns auf. Das heißt, egal wo ich hinfahre, es wird genau da schon sein. Das ist echt ein bisschen problematisch. Volle Kraft voraus, wo ist es? So, dann slide ich immer um die Ecke. Ja, das sah aus wie ein Korallenriff. Da hinten ist es. Ich weiß nicht, ich weiß noch nicht genau, wie ich dem... Boah, ist das... Kann ich ein bisschen weiter raus? Nein, kann ich nicht. Das ist echt eine beschissene Stelle. Nein, da ist es ja. Ich muss erstmal wieder ein bisschen üben. Yeah, geil. Getroffen. Da ist es. Wie, wo, da ist es? Das ist gerade abgetaucht. Jetzt müsste es hinter uns sein. Da hinten ist es. Wir werden aber nicht mehr frontal drauf zu, sondern wir werden immer um die Ecke sliden. So, ich hoffe mal, ich kann diesen kleinen Felsvorsprung immer als Deckung nutzen. Damit wir einen guten Schuss hinkriegen. Sicher bin ich mir nicht. Ich kann nichts versprechen. Ich mache keine leeren Versprechungen, Männer. Es kann sein, dass wir heute alle krepieren werden. Wegen so einem Scheiß. Dabei steht das Schicksal der Welt auf dem Spiel. Und wir kriegen hier so ein Seemonster vor den Latz geknallt. Nein! Boah, das ist echt mies. Ist es untergetaucht? Ich bleibe einfach mal hier. Komm schon, komm schon. Alter! Nein! Nein, 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 nein! Kann man leider nicht kaputt schießen. Das Ding darf also nicht frontal auf uns zukommen. Boah, bei den ganzen Geschaukel. Komm schon, das trifft doch endlich. Ist es noch da? Es ist noch da. Okay, wenn der Abstand groß genug ist, scheint es auch nicht zu schießen. Ich versuche gerade so ein bisschen taktisch zu ermitteln nebenbei. Ingo Lenzen ermittelt taktisch. Alter, ich muss, glaube ich, echt viel weiter zielen. Das scheint ja... Auf die Entfernung ist das echt nicht so leicht. Wie
weit muss ich denn da? Das heilige Scheiße. Heilige Krise! Okay, da taucht es ab. Kommt aber gleich wieder, ich weiß es genau. Scheiße, das hat uns schon wieder mehr damaged, als wir es. Wo ist es? Ich hab's gehört. Ich sehe es aber nicht. Augen auf! Da war's doch gerade. Ich glaube, ich bleib mal auf der Position hier. Das scheint taktisch ganz klug zu sein. Es sei denn, das kommt gleich wieder auf uns zu, das Mistvieh. Zumindest werden wir nicht von Seiten und nicht von hinten angegriffen. Alter, das gibt's doch gar nicht. Also auf die Entfernung treffe ich echt gar nicht. Boah, der Winkel ist... Ich glaube, Alter, zum Glück haben wir 30 Milliarden Kanonenkugeln an Bord. Ich treffe das nicht auf die Entfernung. Kann ich machen, was ich will? Vielleicht mal so? Bringt das was? Die Kanonen fliegen auch zu lange. Und dann verschwinden die einfach. Plimps. Sind sie weg. Und da haut's wieder ab. Okay. Ich bleib mal ganz kurz feige hier sitzen. Heia Popeia, was liegt da im Schnee? Es ist die Schlange, sie lugt aus dem... Achtung! Nein! Ich hab's überlebt, ne? Wir haben es überlebt. Clever. Okay, wir bleiben einfach hier. Es wird ein bisschen länger dauern. Aber ich glaube, das ist anders nicht machbar. Komm schon, du alte Jolle. Zieh nach oben. Die alte Seegurke. Na, das war ja völlig daneben. Ich brauche mehr Druck auf dem Kessel. Wir brauchen mehr Druck in der Kanone. So sind wir damals nicht nach Monkey Island gesegelt. So nicht. Hau raus. Hau raus. Den ganzen Zunder. Holt alles, was ihr kriegen könnt. Gabeln, Messer, Perlen, Schmuck, alles! Oh, habe ich getroffen? Oder taucht es einfach nur unter? Taucht bestimmt einfach nur unter. So, ich bleibe trotzdem auf Position. Was? Wo ist es? Scheiße. Ich dachte, das klappt wieder. Stattdessen laufe ich ja gleich auf Grund, wenn das weiter so geht. Es war einfach zu nah dran gerade. Wieso komme ich jetzt aus dem Versteck raus? Ich weiß es nicht. Es ist keine geile Idee. Es ist echt eine bescheuerte Idee, die Sicherheit unseres Verstecks zu verlassen. Wobei, wir haben ja gesehen, es ist nicht wirklich so sicher, wie man dachte.
Scheiße, das Schiff ist zu langsam. Es ist einfach zu langsam. Wir können nicht schnell genug beschleunigen. Wir können den Dinger nicht ausweichen, wenn wir stehen. Und wahrscheinlich auch nicht, wenn wir gerade volle Fahrt haben. Es geht einfach nicht. Wir müssen taktiler vorgehen. Wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein, auch wenn es länger dauert. Es hilft nichts. Ich glaube, diese Runde wird eher ans Monster gehen, deswegen probiere ich gerade mal eine andere Taktik aus. Ist es weg? Ist es weg. Los! Hat nichts gebracht. Wir wurden aber nicht getroffen, glaube ich, ne? Oder? Ich weiß es gar nicht. Scheiße. Ich dachte, er sitzt noch. Okay, wir haben es fast auf die Hälfte runter. Aber allerdings sind wir ein bisschen mehr Damage als S. Ja, die Breitseite hat voll gesessen. Geil. Oh, Alter, was für ein Kampf. Wir sind beide leider auf ein Drittel runter. Aber jetzt ist S mehr verwundet als wir. Was aber nichts heißt. So ein furchtbar zähes Biest. Ich fahre mal gerade ein bisschen Slalom. Nein, nein, nein. Oh. Ein bisschen haben wir es noch erwischt. Komm schon, Breitseite. Scheiße. Ist wieder weg. Alter, was für ein Kampf. Ich mach mir echt in die Hose gerade. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Scheiße, spiele ich jetzt auf Sicherheit oder greife ich frontal an? Frontal ist, glaube ich, nie eine gute Idee bei einem Viech. Wo ist es? Scheiße. Da. Nee, 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 nee. Halt! Nein! Volle Fahrt zurück! Setz den Smoothie als Bremsklotz! Wir müssen versuchen, von hier zu treffen. Es muss doch irgendwie möglich sein. Nein! 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 Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Wie kann denn... Der trifft immer. Dieser Pisten. Nein, 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 leck mich am Arsch. Das war. Oh, Alter, 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 Alter. Das gibt's nicht. Nein, fuck it. Mach es fertig am Arsch. Das Ding rasiert mich die ganze Zeit. Wie kann das denn von da hinten die ganze Zeit schießen? Es darf doch nicht wahr. Wir sind vorbei. Das war's. Fuck it. Es war so spannend, es war so spannend, aber ganz ehrlich, es ist einfach ein Arschkampf. Es ist ein Arschkampf, ein Krampf ist es, meine Fresse. Boah, Alter, und jetzt nochmal. Och nö, bitte nicht nochmal. Okay, die Zähne können wir überspringen. Oh, es war so spannend und dann hat es uns am Ende so ein Pech aber auch, so ein Kackding. Und das hing da hinten die ganze Zeit und hat geschossen. Mit Dauerbeschuss. Das hat sich da richtig festgefressen. Scheiße. Ich
überlege gerade, ob das da jetzt extra abhängt die ganze Zeit, wenn es fast tot ist, dass es sich da hinten aufhält, wo es am schwierigsten zu treffen ist. Boah, wie arschig das gerade war. Wie mega arschig. Voll das Dauerfeuer. Ich hätte umkehren sollen, aber aus der Entfernung treffe ich es einfach nicht. Okay. Und einmal ganz kurz. Quietsch, 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 quietsch. Yeah. So. Da hinten ist es wieder. Das alte Gurken-Sandwich. Das muss doch irgendwie klein zu kriegen sein. Ich weiß schon, warum Vergangenheitsbonk hier das aufgedrückt hat. Scheiße, da taucht es wieder ab. Rückwärts geht gar nicht, ne? Wir können nur vorwärts segeln. Ich kann auch nicht bremsen. Ich brauche Bremsklötze. Scheiße. Da ist... Komm schon. Ich weiß, es hat gerade geschossen. Ich bin mir aber ziemlich sicher. Schaffe ich das? Schaffe ich das? Ja, schaffe ich. Dieses Schiff ist echt wendig. Trotzdem schwerfällig. So, wo steckt jetzt das Kleine? Ach, da vor uns. Na, großartig. Ich meine natürlich das Große. Also diese Entfernungsschüsse scheinen nicht so gut zu funktionieren. Es kann sich nur noch um Jahre handeln und da taucht es ab. Es taucht überhaupt nicht ab. Das Problem ist, ich kann frontal einfach das Ding nicht angreifen. Weil es grüne Kugeln schießt. Das Feuer der Dämonenjäger schießt es. Haben wir es getroffen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ah. Hinter der Insel, da kommen wir eh nicht hin gerade. Und da ist es. Nee, so weit komme ich überhaupt nicht. Und wenn ich zu nah ranfahre, dann greift es an. Segel! Achtung! Sind das Homing Missiles? Weil die echt noch so eine Kurve fliegen. Scheiße. Jetzt wollte ich mich gerade von hinten nicht ranpirschen, aber offenbar mag sie es nicht, wenn man sich von hinten ranpirscht. Kann ich mich nicht mal als Sniper nach da oben stellen einfach? Wow! Ja! Oh oh. Ich muss lernen, dass ich aus der Kanonenansicht raus muss, um die Seitenkanonen zu feuern. Ne, nichts. Wäre auch zu schön gewesen.
Nein, zu früh. Nee, ah, geil. Geil, erwischt. Wir wurden leider auch erwischt, aber wir haben es runter. Das Mistvieh. Du Mistvieh. So, wo ist er hin? Ganz ehrlich, dagegen war Mara doch damals ein Spaziergang. Ich frage mich, wo kommen denn diese Viecher her? Warum ist das denn kein Titan? Scheiße, habe ich nicht getroffen? Scheiße. Wo steckst du? Komm schon, komm raus. Ein paar Schuss haben wir noch gut. Es ist ziemlich down. Hängt es jetzt wieder da hinten rum? Ist das wieder der gleiche Ort wie letztes Mal? Ich glaube ja. Ich gebe ihm einen Drops. Ich fahr mal hinten rum. Ich fahr mal hinten rum. Ich fahr mal hinten rum. Eine alte Seemannsweise. Dumm, die dumm, die dumm. Und ich bleibe hier in der Deckung der Insel. Sollte es gleich überraschenderweise rechts auftauchen. Mach es fertig. Ja, ja, Bones, bleib mal locker. Vor allem, wie locker er da rumlehnt. So, ich pirsche mich heran. Naja. Sehr pirschig sieht das nicht aus. Es bleibt tatsächlich da hinten, das kleine Mistvieh. Hohoho, so ein Arsch. Es kann aber nur nach vorne schießen, ne? Das heißt, wenn wir uns gleich von hinten anpirschen, wir müssen ein bisschen lauern, dann können wir ihm eigentlich einen Scheitel braten, oder? Ne, der zieht da einfach die ganze Zeit seine Kreise. Der zieht nicht mehr hin und her. Der bleibt jetzt da. Und zieht einfach nur seine Kreise. Mehr macht er da nicht mehr. Ich guck mal, ob ich jetzt hinter der Insel hier eine bessere Chance habe, da hinzukommen. Ich glaube, der ist da extra positioniert, wenn er fast tot ist. Wenn er unter ein Drittel oder sowas ist oder unter ein Viertel, dann wird er da positioniert. Also die Bestie wird da positioniert und zieht da einfach die ganze Zeit einen Kreis und macht Dauerbeschuss. Was echt mies ist, weil das Ding ist so schon echt, Scheiße. Scheiße. Oh, Scheiße. Okay, ein bisschen Konzentration. Contenance, meine Herren. Contenance, meine Damen natürlich auch. Da muss ich es aber nicht extra sagen. Oh, oh. Komm schon. Jetzt wird abgerechnet. Jo, es zieht nur noch seine Kreise, es verschwindet nicht mehr. Ich sehe es nicht mehr. Nein, 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 nein. Hammer's. Nein, nein, das darf nicht wahr sein. Mm-hmm.